Kurzfristig entschließe ich mich, Anfang August von München nach Ravenna zu fahren. Um 7 Uhr bin ich bereits unterwegs. Der Tegernsee mit seiner typischen bayerischen Voralpenlandschaft. Rathaus im Ort Tegernsee. Über eine lange, aber nur sehr geringe Steigung ist der Aachenpass erreicht. Auf der anderen Seite fällt die Straße mit Gefälle bis 12% spürbar ab. In Österreich empfängt mich ein gut ausgebauter, asphaltierter Radweg. Der Aachensee. Links gesäumt vom Rofahren, rechts vom Karwendelgebirge. Auf der anderen Seeseite der Ort Pertisau, idealer Ausgangspunkt für Touren ins Karwendel. Das Inntal ist erreicht und nach 120 Kilometer übernachte ich in Pill. Zeitig breche ich Richtung Innsbruck auf. Ausgebauter Radweg auf der ehemaligen Bahnstrecke vom Brenner nach Gossensatz. See bei Franzenfeste. Hier verlasse ich den bisherigen Radweg. Mein heutiges Ziel ist St. Lorenzen kurz vor Brunnegg. See.
kurz nach Toblach bereits der nächste See. Dürrensee herrscht reger Ausflugsbetrieb. Immer schlechter werdender Radweg ist eher für Mountainbikes geeignet. Nach Erreichen der höchsten Stelle und ein paar hundert Meter auf der Abfahrt weiche ich deshalb lieber auf die Straße aus. Wegen beginnendem Regen suche ich in Pieve di Cadore ein Zimmer. Noch liegt Nebel über dem Tal. Nur einige Bergspitzen werden von den Sonnenstrahlen erreicht. Zufluss zum Lago di Croce. In Treviso versuche ich gegrilltes Gemüse und eine 4-Käse-Pizza. Das heutige Tagesziel ist Chioggia. Auf Randstreifen teils stark befahrener Straßen oder Feldwegen bin ich froh, mein Ziel zu erreichen. Morgen werde ich einen Tag pausieren. Über die Brücke gehe ich zur Altstadt mit der Fähranlegestelle. Die Altstadt Chioggias erinnert an Venedig. Über die Inseln Pellestrina und Lido steuern Fähren in Kombination mit dem Bus Venedig an. Die Seufzerbrücke.
wird nun Zeit, nach einer Fährverbindung zur Rückfahrt nach Chioggia zu schauen. Heute möchte ich bis kurz nach Casal Borsetti radeln, um dort dreimal zu übernachten. Nach Ravenna sind es von dort noch etwa 17 Kilometer. Mit dem Bus fahre ich nach Ravenna und schaue mir die Stadt an. Basilica di Santa Marina in Porto. Kunstmuseum der Stadt. Basilica di San Francesco. Dante-Grabmal. Basilica Ursiana. Mausoleum des Theoderich. Heute Abend werde ich von Ravenna mit dem Bus zurück nach München fahren. Des Autoverkehrs überdrüssig nehme ich einen sehr schlechten Feldweg nach Ravenna. Das beschert mir die einzige Reifenpanne dieser Tour. In Ravenna habe ich viel Zeit, denn der Bus kommt erst gegen 23.25 Uhr. Als ich am Morgen aufwache, liegt Innsbruck hinter uns und wir fahren bereits auf der Inntal-Autobahn. Leider regnet es.